Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Mal nochmal den Hund streicheln. Let's play Valiant Hearts mit mir Elo. Und ne, wir ziehen jetzt mal nicht an irgendwelchen Hebeln, bevor wir nicht wissen, was es ist. Und der Panzer von Dorf ist irgendwie, hat ja alles zum Einsturz gebracht. Aber der Hund hat es geschafft, uns zu retten. Und auch der Professor scheint es so halbwegs überlebt zu haben. Aber ohne Strom, sagt er, geht da nichts. Okay, dann Steckdose war ja da hinten. Ist schon dunkel hier drin. Wenn mal überhaupt keiner versucht hat, uns zu retten. So, jetzt haben wir Strom und sind immer noch in dem Fond. So, da fehlt noch eine Feder. Hinten laufen auch noch Deutsche rum. Nein. Zweiten Versuch, das fand ich jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Da hinten die Mauer zu sprengen. Und da ist der rote Federkopf. Historische Fakten können wir eigentlich mal machen. Gepanzerte Fahrzeuge. Die Sturminfanterie wurde während des Kriegs erfunden, um die gegnerischen Linien zu durchbrechen. Hierbei wurden die ersten Prototypen gepanzerter Fahrzeuge entwickelt. Die Generäle stellten fest, dass Fahrzeuge mit Rädern ungeeignet in Umgebungen mit vielen Gräben waren. Und so arbeiteten die Ingenieure an ersten Prototypen und rückten dem Problem mit Ketten auf den Leib, was sich als perfekte Lösung erwies. Das Niemalsland. Als Niemalsland wurde das Gelände bezeichnet, das sich zwischen den Schützengräben der beiden Lager befand. Die Breite konnte zwischen 50 und 1500 Metern betragen. Tagsüber wurde dieses Gebiet streng überwacht und jeder, der sich hineinwagte, wurde von den gegenüberliegenden Gräben aus unter Feuer genommen. In der Nacht war es Schauplatz für Handstreiche und diverse Spionagetätigkeiten. Auf beiden Seiten war das Gelände mit Stacheldraht und Fallen gespickt, um die Gräben zu schützen. Bei Angriffen kam es in diesen Todesstreifen zu den höchsten Verlusten. Aber der Professor macht uns jetzt ja mal den Panzer wieder fit. Aber nicht so doll gelitten. Wie steigt man hier wieder aus? Und runter? Nee. Irgendwie kann man nicht aussteigen, okay? Hier steckt der auch gleich von allein aus. Den Panzer hier auf der Wand haben. Dann gehen wir nämlich nochmal zurück zu dem Spind, der hier war. Und holen uns da eine tote Ratte. Eine tote Ratte war kein Abfall, besonders nicht geröstet auf einem Spieß. Man kann mit einem verhungernden Mann nicht diskutieren. Yummy. Nur mal versuchen hier. Spaten haben wir ja nicht, ne? Müssen wir uns wahrscheinlich erstmal besorgen, dass wir uns da durchgraben können. Jetzt gibt's erstmal. Aha, okay. Dann sah das ja eigentlich schon ganz gut aus. Irgendwie so. Könnte sein, tatsächlich sogar. Jetzt mal einen Sternstempel in so einem Heim. Eigentlich sah das nicht schlecht aus. Achso, wir müssen mehr als eins machen. Okay, als nächstes eine Route.
Ja, dann können wir eigentlich da bleiben. Na, der hier wäre wahrscheinlich am sinnvollsten. Okay, die restlichen müssen wir eigentlich drin verstecken. Ist ja nicht wie... Ja, manchmal... ...das so auch nicht drehen. Hm, ist das Richtige etwa? Schwer zu sagen. Sieht so ähnlich aus. Ja, sieht gut aus. Okay, nächste Teil von der Kanone gebaut. Jetzt müssen wir auf den Panzer kriegen. Naja, da können wir uns wahrscheinlich einfach durchangeln. Was ist denn das hier? Ah, okay, ich verstehe. Das ist einmal vorwärts und dann runter. Das heißt, wir müssen hier, denke ich mal, noch irgendwas machen. Warum sollte der Raum auch sonst da sein? Außer um diese Münzen zu finden. Okay. Zu spät. Wolf, go now. Wolf, get away. Dass er dann jetzt nach oben kommt. Nö. Ja, das kann schon besser sein. Ja. Na, machen wir die Kanone drauf. Scheint es erledigt zu haben. Ja, das war mal ein guter Treffer. Und jetzt da oben noch mal diesen Zeppelin. Was machen eigentlich die deutschen Soldaten da hinten? Die warten nur, bis ich komme. Dann wird das aber keine geordnete Vorwärtsbewegung. Nicht besonders zielgenau, aber da reicht's noch. Ja, die Munitionslager ist ja getroffen, aber unsere Sprengladung
weiß nicht, ob ich da wirklich drauf will. Das hätte ich schon fast gedacht. Na gut, dann fahren wir halt hinter oder so weiter. Nur wo ist der Hund? Langsam Richtung französische Linien mit vielen Bum Bum. Ah. Französische Lager und keiner macht sich Sorgen, dass wir mit dem deutschen Panzer angefahren sind. Die französischen Truppen empfingen Lucky Freddy im Triumph. Emil schickte einen Brief an Anna, um sie von der Befreiung ihres Vaters in Kenntnis zu setzen. Die drei Freunde feierten ihr Wiedersehen. Na schön. Doch die Freude war von kurzer Dauer. Mai 1916. Freddy wurde an die Somme geschickt, während Emils Regiment auf einem Hügel nahe einem kleinen Dorf Quartier bezog. Das Dorf hieß Vauquois. Hier hatte der Konflikt sogar die Unterwelt erfasst. Von ihren sicheren Schützengräben aus gruben die beiden Lager Stollen und Galerien. Der Minenkrieg hatte begonnen. Der Minenkrieg. Jeder buddelt sich unter dem anderen durch und wir sollen da auf alle Fälle einem Minenarbeiter helfen. Aber ich würde sagen, wir machen dann an der Stelle auch erstmal wieder Schluss. Schönen Dank fürs Zuschauen und dann buddeln wir uns hier in der nächsten Folge durch die Minen. Tschüss!